Ja, und damit willkommen zurück, wieder mal Estronius. Ich habe hier schon mal die Mondbasis ein bisschen ausgebaut. Und letztes Mal hatten wir uns verbaut. Also wir haben quasi erst die Basis gebaut und haben dann dieses Habitat hingeflackt. Was scheiße ist. Jetzt haben wir quasi zwei Basen nebeneinander. Ja, oder ineinander. Ja, passiert. Nächstes Mal haben wir ja gesagt, machen wir gleich das Habitat, dann passiert das nämlich nicht nochmal. Ja, dann habe ich schon ein bisschen angebaut, also abgebaut, nicht angebaut, abgebaut und begradigt. Ja, und da wollen wir die Basis hinstellen und hier oben, da machen wir dann, so wie ich es schon angefangen habe, so Solar drauf und Windkraft und Batterien. Ja, und dann sollte man hier eigentlich auch kein Stromproblem mehr haben. Brauchen wir aber erstmal Harz, 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 Harz. Nicht vergessen beim Heimfliegen. Ziehen wir uns das von da hinten raus, oder? Bauen dann hier so runter zu. Oh, hier ist noch was. Achso, jetzt haben wir nichts mehr zum Ausgleichen. Ja, gut. Größer bauen. Ja, es kam gerade die Frage, ob das ein anderer Planet ist. Ja, Planet nicht. Also wir sind eigentlich auf dem Mond von unserem Heimatplaneten. Und der lässt sich am einfachsten zu erreichen. Ich glaube, in der vorletzten Folge hat man das gehabt. Da haben wir das Planetensystem uns mal angucken können. Da waren wir im Orbit von der Erde. Also von unserem Heimatplanet, erdähnlich ist er ja. Übrigens, der ist da hinten. Da geht er gerade unter. Das ist unser Heimatplanet. Ja. Ein bisschen rein. Ja, nur ein bisschen so. Oh. Okay. Das, weiß nicht, warum das jetzt so erhöht hat, aber ja, wahrscheinlich, weil der Felsen oben drüber ist. Gut, und dann machen wir die Maschinen. Die Seite würde ich so sagen. Aber übrigens, hier ist unser Wasserkocher. Ne? Das blubbert so schön vor sich hin. Wenn man kalte Füße hat, kann man die da reinhalten. So. Oh, das geht wieder zu tief. So war eigentlich nicht der Plan. Okay, wir haben kein Harz.
nichts mehr. Harzi, Harzi, Harzi. Auch Snickers wird aus Harz gemacht, deswegen ist das so stabil. Oh. Irgendwie geht es hier hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, gut. Wozu haben wir es dann hier begradigt, frage ich mich gerade. Dann ein bisschen um den Blubberding rum. So. Das denke ich mal ist so okay. Dann könnte man hier eigentlich schon die erste Maschine aufflacken. Kann man noch ausbauen hier? Eigentlich könnten wir alle nebeneinander direkt ausbauen. Brauchen wir erstmal wieder Harzi. So, letzte Stiege. Und dann erst wieder Nachschub holen. Ich hoffe, dass es auf dem Mond immer noch so ist, wie es in der letzten Version, die ich mal gespielt hatte, vor ewigen Zeiten. Dass wir da Silizium, was glaub, finden. Dann können wir nämlich Batterien bauen ohne Ende. So, also was brauchen wir? Forschungslabor macht eigentlich keinen Sinn. Das haben wir eigentlich auf dem Hauptplan. Jetzt können wir später auch noch irgendwo mal bauen. Wir brauchen auf jeden Fall Fahrzeuge. Fahrzeuge hier ganz vorne. Fahrzeuge. Braucht Aluminium. Okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen Treibstoffzeugs. Handelsplattform. Materialextraktor. Ja gut, das könnte man von der Erde ausholen. Und Treibstoff eigentlich gleich daneben. Das Raumschiff dann. Weil wir haben jetzt eigentlich noch genug Tiere. Tja, was macht jetzt mehr Sinn? Also Fahrzeuge brauchen wir auf alle Fälle, um hier dann auszubauen. Forschung. Man könnte es fliegen. Einen Drucker brauchen wir auch. Und dann Solarzellen und sowas hier herzustellen. Sonst müsste man die mal auf dem Hauptplaneten holen. Schmelze macht auch Sinn. Also pass mal auf, dann bauen wir hier den Drucker. Und bauen wir hier den Schmelzer. So. Und hier Handelsplattform eigentlich nicht verkehrt. Oder Handelsplattform hier hinten hin. So. Dafür hier den Drucker. Okay, dann brauchen wir jetzt Aluminium, Aluminium, Aluminium. Jede Menge. Und Gemisch, Gemisch haben wir sogar noch da. Yeah! Kann Skateboarden. Huch. Gemisch wollte hier. So, dann haben wir schon mal einen Schmelzer. Er lädt auch schon auf. Die leeren Dinger nochmal mit.
Das nehmen wir auch wieder mit. Oh. Alter, wie weit man hier springen kann. Yeah. Mondphysik. Gut, jetzt fliegen wir wieder raus in den Orbit. Machen uns auf dem Heimweg. Und holen wieder Nachschub. Ja, hier ist der Orbit. Da haben wir noch so einen Heimatplaneten, erdähnlich. Hier ist der Mond. Dann haben wir da exotisch. Hinten den goldenen, da müssen wir wahrscheinlich zwischenspringen. Oder die Konstellation. Alter, das Ding kreist ja ganz nah um die Sonne rum. Ich glaube, auf dem Planeten ist es ziemlich heiß. Dann haben wir hier Wüstenhaft, ja klar. Und der schon Wüste ist, dann kann der bloß extrem heiß sein. Und hier haben wir noch einen ziemlich weit draußen und ja, das war's schon. Das heißt, das war's schon, erstmal da hinkommen. Da ist das große Problem. Ja, erstmal in die Erde. Gut, bitte. So, was haben wir gesagt? Aluminium brauchen wir. Und Kupfer, glaube ich. Aber erstmal Aluminium ohne Ende. Ach. Komm, steckst du unten rein? So. Immer unten reinstecken, ne? Das müsst ihr euch merken. So. Das klingt blöd, ist aber so. Die man mischen muss hier. So. Dann haben wir eine Ladung schon mal voll. Das sind 8 Stück.
Ja gut, hier wieder drauf. Auf meinen Sammler. Das dahin. Und das da zur Brennkammer. Zack, zack, zack. Hat er gleich aufgeladen. Und Vollgas. So, haben wir schon mal Aluminium dabei. Es geht natürlich nicht immer so schnell, wir haben jetzt bloß Glück, ob das Fahrzeug voll war. Und dann machen wir auch gleich noch Kupfer, aber da haben wir jetzt glaube ich kein Material mehr da, ne. Da müssen wir ein bisschen graben gehen. Das Graben kennt ihr ja schon. Natürlich kannst du auch Materialien so sammeln. Kriegst du schneller voll, aber ich bin ja jetzt mittlerweile faul geworden. Ich grab lieber den ganzen Berg ab und wandel alles um. In die Ausgrabungsstätte.
So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? Halben Hänger? Ja, fast einen halben Hänger, okay. Passt. Ja. Sonne geht auch wieder auf. Nicht gut. Strom kommt auch. Bin hier nicht gut. Sieht's aus. Viel ist nicht mehr. Ah, guck mal, hier mal ein Durchbruch. Krass, mal die Decke ein bisschen ab. Thank you.
voll, das Teil. So, gehen wir mal ran in die Produktion. Kupfern wir mal hoch zweimal mit, würde ich sagen. Ja, servus Martin. Grüße dich. So. Voilà. Bitte. Ja, wenn der auflädt, kommen wir hier. Kupfer brauchen wir ja nicht so viel. Da könnten wir eigentlich noch mal Eisen mitnehmen. Stiege rumliegen? Nö, ne? Jetzt müssen wir das mal schnell entfremden. So, Kupfer haben wir auch dabei, Aluminium haben wir dabei, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Aluminium, dann könnte man theoretisch auch Fahrzeug machen. Ich glaube, wir machen so ein Mischmasch. Weil es wird jetzt nicht nochmal komplett reichen. Also das heißt, wir machen jetzt einmal Alu und den hier auf. Einmal noch Kupfer mit. Also es muss nur wieder graben gehen und das dauert dann zu lang. Ja, ehrlich gesagt, die Basis hoch oben hinkriegen irgendwann.
das schon mal so ein Grundsystem da ist. Und soweit schon mal einiges hat zum Bauen. Da dran, das nochmal wieder rüber zum Brennen. Umsortierter ist nicht gleich. So. Dann nehmen wir das Ding auch noch mit. Ja, dann haben wir erstmal genug Aluminium, genug Kupfer. Voll tanken müssten wir mal wieder. Und noch eine Stiege Treibstoff mitnehmen. Warte mal, wie viel haben wir jetzt noch Ding? Dann können wir Treibstoff. Nee. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Oder saß man auf Seite? Gemisch. Ah, doch, es reicht für 1. Super für 1. 1 haben wir aber noch hier drüben, sind 2. Ja, okay. Ja, komm, mach mal. Dann mach mal ein Lager. Wir brauchen eigentlich nur ein Lager. Mach mal Treibstoff.